nahe am Geschehen fotografieren, dabei unauffällig und diskret agieren. Das ist das Berufsmotto von André Springer. André Springer, ich habe schon gesagt, Berufsmotto ist Fotograf, aber ist nicht nur irgendein Fotograf. Er ist vor allem auch spezialisiert auf die Live-Fotografie, auf die Porträtfotografie und rundet in dem Sinne sein fotografisches Wirken auch immer wieder mit wunderbaren Landschaftsfotografien ab. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt und ja, ich darf voller Stolz sagen, André hat die Bilder, die auf meiner Webseite sind, auch geschossen. Die sind immer noch gültig, so gut sind sie. André, ganz herzlichen Dank. Du bist eigentlich im Moment in den Ferien im schönen Klosters, aber hast dir jetzt trotzdem Zeit genommen bei Sonnenschein für unser Gespräch. Habe ich gerne gemacht, vor allem für dich, liebe Sascha. Das freut mich sehr. André, ganz interessant ist ja auch die Geschichte, wie du zur Fotografie gekommen bist. Erzähl mal von dir. Ja gut, ich wollte schon immer eigentlich Fotograf werden, weil einer der bekanntesten Fotografen früher, also Reportagefotografen, war ein guter Freund von meinem Vater. Und so war ich in jungen Jahren, war ich bei ihm immer im Office, ich stempelte Fotos, ich ging auf die Post mit den Bildern, machte Botendienste als Knabe schon. Und eines Tages kam er zu mir und sagte, du, mir fehlt ein Fotograf, du musst am Samstag ein Eishockeyspiel fotografieren. Wenn du das gut kannst, kannst du von nun an für mich fotografieren. Ich habe dann eine Woche lang nicht geschlafen, natürlich, war 7 Stunden vorher schon im Stadion, aber es gelang mir ein Bild und von da an wurde ich dann auch regelmäßig eingesetzt als Fotograf. Hast du dich mit dem Thema infiziert und du warst ja zuerst, warst du auch Sportfotograf? Hast du dich auf die Sportfotografie spezialisiert, korrekt? Ja, ich habe mich dann im 87 selbstständig gemacht und hatte dann das Glück, dass ich bei der NZZ unter anderem arbeiten durfte, auch bei der Tagesanzeige, Linie, also ich war dann bei diesen Großanlässen oftmals dabei, wie die ganze Skiweltcup, Formel 1, die Tennis-Grand-Slam-Turniere und das war eine wirklich spannende, aber auch sehr intensive Zeit mit sehr vielen Reisen verbunden. Und irgendwann hast du dir gesagt, so jetzt ist der Zeitpunkt der richtige und ich mache mich jetzt selbstständig als Fotograf. Du bist ja sogenannt All-In gegangen, gell? Also du hast gesagt, ich werde jetzt Fotograf, mache das jetzt für mich selbst. Was war da der Impuls zu sagen, ich starte jetzt als Fotograf? Es gibt ja nicht nur den André Springer auf dieser Welt. Nein, ich war natürlich vorher, als ich noch angestellt oder Partner war, hatte ich einen Kundenstamm. Und dann ging das eigentlich so Hand in Hand. Also ich informierte die Kunden, dass ich mich selbstständig machen möchte und fragte sie, ob sie auch mit mir weiterarbeiten würden. Mhm. Die einen, die bejahten das, die anderen sagten, nein, wir bleiben bei der bisherigen Agentur. Und so wusste ich eigentlich, wenn ich am 1. April 1987 beginne, habe ich einen schönen Kundenstamm. Und ich konnte wirklich so nahtlos beginnen. Und dein Kundenstamm, das liest sich, das zergeht einem ja so richtig schön auf der Zunge, wenn man die Namen sieht von Bryan Adams über die Rolling Stones, AC/DC, die du begleitet hast, Annie Lennox, ihr seht sie dann auch auf dem Bild nachher auf den sozialen Medien, aber auch natürlich Persönlichkeiten wie David Cameron, Bill Clinton und so weiter und so fort. Also das Who is Who aus der, sage ich jetzt mal, Stars und auch Wirtschaftswelt. Du bist Fotograf am WEF, hast du mir auch gesagt. Und hast auch Bill Clinton auf seiner FIFA-Kampagne begleitet, als er die WM in die USA holen wollte. Welche Persönlichkeit war denn die erste, die du wirklich sagen kannst, das ist jetzt meins? Das ist jetzt ganz schwierig so zu beantworten, weil das ging so fließend. Irgendwann kam mal der, da kam die und fragte mich an. Also
Das ist jetzt ganz schwierig, das spontan zu sagen, aber es war sicher im Musikbereich. Es war auch mit Simon Le Bon, Duran Duran, aber mit Annie Lennox natürlich so. Aber jetzt spontan sozusagen, wer die Erste war, das wüsste ich nicht. Also es waren die Sportler. Bei den Sportlern weiß ich es natürlich. Ich hatte Martina Hingis intensiv begleitet, war beinahe 2 Jahre mit ihr auch auf Tour. Wir flogen zusammen, wir waren im gleichen Hotel, wir aßen zusammen. Roger Federer, der begleitete ich da, spielte er noch in Wimbledon auf dem Platz Nummer 18. Das ist der neben dem Spritzenhäuschen. Kein einziger Mensch war dort, oder? Und Philippe Chonnet, der war dazu mal der Journalist von Le Matte, der kam zu mir und sagte, André, du musst hier hinten nach hinten gehen, dort spielt ein Junge, der wird mal die Nummer 1. Ich sagte ihm, lieber Philipp, aber hast du denn schon ein bisschen getrunken? Das kann ja gar nicht sein. Und er sagte dann, nein. Und ich habe gesagt, gut, ich gehe diesen Federer fotografieren, den ja kein Mensch kennt, aber dafür musst du mir das Bild abkaufen. Oder? Wenn du das Bild im Le Matte bringst, dann nachher gehe ich dort hinten. Und ja, das waren dann so auch die ersten Begegnungen und dann nachher waren wir viel natürlich mit Roger Federer auch zusammen. Und das war dann auch das Vertrauen, also man kann dann mal zu ihm gehen und sagen, du komm, können wir mal etwas neben dem Tenniscourt machen, und das ging früher, wir waren in Miami und so zusammen, aber oder in Shanghai, und heute geht das natürlich nicht. Früher war das alles viel einfacher. Ich hab da ein Bild, gibt es ja, von dir mit Roger Federer. Ich werde jetzt ein bisschen vorspulen. Das war jetzt eigentlich gar nicht so geplant. Das ist hier. Ist das eines der ersten? Ich muss mal ein bisschen vor. Wir improvisieren jetzt hier. Gehen da durch all diese Persönlichkeiten durch. Aber das ist doch ein Foto. Ja, eben. Das war Key Biscayne. Nehme ich jetzt mal von den Palmen anzusehen. Muss das Key Biscayne sein. Und ja, eben, das war dann alles natürlich viel lockerer, weil man sieht ja, kein Mensch steht um ihn, oder? Hinten sitzen die Leute oder so. Niemand nahm von Federer zu diesem Zeitpunkt Notiz. Also eigentlich ein wunderschönes Foto. Wir waren am Strand, wir gingen einkaufen irgendwo. Und ja, das war wirklich heute undenkbar mit ihm. Ja, er sieht ja auch noch ein bisschen jünger aus. Natürlich. Aber es geht uns ja allen so in dem Sinne. Wir altern ja alle, wenn man es so will. Bleiben wir doch noch ein bisschen bei diesen Persönlichkeiten. Ich gehe jetzt mal wieder zurück hier. Ein ganz tolles Foto, Bryan Adams mit Amy Winehouse im Hintergrund. Das ist ja schon ziemlich ausdrucksstark, was man hier sieht. Ja, das ist ausdrucksstark. Wobei ich muss mal grundsätzlich etwas sagen zu diesen Fotos, auch mit diesen bekannten Leuten, diesen Berühmtheiten. Es braucht natürlich immer viel, viel Glück. Also man muss zum richtigen Moment, am richtigen Ort sein, die richtigen Leute kennen. Also die kamen ja nie zu mir und riefen mich einfach so an. Das ging ja über einen Tourveranstalter, über ein Management, über Freunde von denen, wo ich wieder kannte. Also ich sage immer, jeder Berufsfotograf, der kann ja sein Metier. Also darüber müssen wir nicht diskutieren. Wenn jemand damit Geld verdient, dann nehme ich mal an, ist er auch gut. Also sind es die anderen Komponenten. Und das ist wirklich das Glück, der Zufall. Ich meine, auch mit dem Bill Clinton, das war Sascha Viktorowitz und Martin Naville, wo eigentlich diese Kampagne für die Amerikaner leiteten, die dann einen Fotografen brauchten. Bei den Stones war es André Begier, der Good News Gründer, der wieder mit Mick Jagger befreundet ist und der mich anfragte. Also das ist einfach vielmals das Glück, oder? Bleiben wir doch ganz kurz bei diesem Thema, das finde ich ganz interessant, zu den Bildern selber gehen wir sicher auch noch einmal zurück. Du hast gesagt, eben Glück ist eine der Komponenten. Jetzt geht es ja in diesem Podcast auch darum, ja, es geht hier auch um Coaching oder eben Selbstständigkeit und so weiter. André, du bist man kann sagen, du hast deine Vision hat sich dir erfüllt, du bist erfolgreich, du bist viel gefragt, eben mit Persönlichkeiten über Firmen, über Verbände, Parteien und so weiter. Wenn jetzt, und das muss ja nicht mal sich nur auf die Fotografie oder allgemein auf die Selbstständigkeit den Fokus gerichtet, was waren denn deine Erfolgskomponenten, was sind deine Essenzen, dass du sagst,
darum stehe ich heute hier, wo ich jetzt stehe? Das sind zwei Sachen. Das ist die Beharrlichkeit. Also wenn ich dann etwas wollte, was erreichen wollte, dann gibt es so diesen Begriff Wadenbeißer. So möchte ich mich nicht gleich bezeichnen, aber es war schon so. Also ich hatte vielmals, wollte ich etwas erreichen, und vielleicht kommen wir noch später dazu, als ich einen Tag lang den Papst begleiten durfte. Mhm. Also die Beharrlichkeit mit einem Ziel im Fokus und dann das Networking. Also für mich ist das absolut Wichtige das Networking. Und ich kenne viele Künstler, ich kenne viele Fotografen. Und die sind wunderbare Menschen, die sind wunderbare Fotografen, aber die können sich nicht verkaufen. Also das Personal Branding, wenn man das heute so neu Englisch sagt, das ist einfach bedeutungsvoll. Also wir waren an so vielen Anlässen und nachher gibt es immer diese Partys, diese, man kann sich kennenlernen und die einen, die gehen halt dann an die Bar und trinken und trinken und trinken und finden das lustig. Und ich war halt immer den, ich suchte alle diese Kontakte, diese Leute und auch dort wieder, ich hatte ein Ziel, ohne einen konkreten Kontakt gehe ich nicht ins Hotel zurück, gehe ich nicht schlafen. Es resultierte daraus nicht immer ein Auftrag, überhaupt nicht, oder? Aber ich nutzte all diese Möglichkeiten, oder? Oder wenn ich in einer Zeitschrift etwas las und mich die Person faszinierte, dann schrieb ich der Person. Ich meine, heute ist es ja einfach, da kann ich sagen, gehen Sie auf meine Homepage, schauen Sie meine Bilder an. Ich muss mich gar nicht mehr erklären, oder? Aber ich mache das tagtäglich noch, oder? Dass ich mich einfach immer wieder bewerbe, auch wenn die anderen sagen, hey, das musst du nicht, hast du nicht nötig. Natürlich muss ich. Ja. Das ist, da bin ich wie rastlos. Das Netz, also Networking. Ja. Jetzt ist es ja so, man spürt es ja auch bei dir, auch als wir uns kennengelernt haben, du bist eine sehr offene Persönlichkeit, du erzählst auch gerne und sehr interessant in dem Sinn, auch von deinem Beruf, von deiner Passion und so weiter. Du gehst auch sehr offen auf Menschen zu. Darum fällt dir vermutlich Networking auch nicht so wahnsinnig schwer. Das ist ein ganz großer Vorteil. Ja, jetzt gibt es halt Leute, die vielleicht nicht so versiert sind im Networking oder halt vielleicht eben dann sich eher vielleicht so in die Komfortzone Bar flüchten an einem Anlass. Du bist nicht so. Ja, was gibst du jetzt jemandem mit, der sagt, ja, das Networking, ich verstehe das, ich finde das auch enorm wichtig, aber ich habe da so meine Hemmungen, so meine Antrittsschwierigkeiten. Was gibst du so einem Menschen mit? Ist doch schwierig, weil das kann man so nicht lernen. Dann ist man ein bisschen der Typ. Ich würde sagen, nimm dir doch irgendeinen Coach, sprich mal mit jemand darüber, der das praktiziert, der das kann, der keine Probleme hat, auf Leute zuzugehen. Aber die Leute, die sind ja nicht nur im Beruf vielleicht gehemmt, das sind ja die im Privaten nicht überschwänglich sind, die auch privat nicht auf andere Leute so zugehen können, die vielleicht eher introvertiert sind, zu Hause bleiben und vor allem bei den Künstlern gibt es das ja viel, oder? Und das, eben, das ist schwierig, es gibt wie kein Rezept, oder? Aber wenn man natürlich Leute kennt, die das machen, kann man ja, sich auch vielleicht mal coachen lassen. Oder? Das weißt ja du besser eigentlich, ob man das kann, ob man solche Leute coachen kann. Das ist ja so das innere, so das tiefe Gefühl, so dieser vermeintlichen Barriere, oh, die wollen mich gar nicht sehen, oh, bin ich da überhaupt erwünscht, oh, soll ich diesen Schritt überhaupt machen? Ich denke, das sind Fragen, die sich bei dir vermutlich nicht stellen, wenn du mit dieser Offenheit auf die Menschen zugehen kannst. Und eigentlich sind diese Fragen ja vermutlich auch obsolet, wie du vermutlich oftmals bestätigt bekommst, oder? Ja, ich hatte aktuell ein Beispiel, wo ich, wir sind ja beides Rotarier, du und ich, und in unserem Rotary-Magazin war eine ganz interessante Geschichte über einen Firmenbesitzer. Und das hat mich so fasziniert, ich habe dem geschrieben. Der schrieb mir dann zurück, wieso haben Sie sich nicht schon früher gemeldet? Ich würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Aus diesem, ja, einfach mal an den Schreibtisch sitzen, ein Mail schreiben, sich bewerben, das ist auch eine Art von Türklinkenputzen, das ist so, oder? Also ich bewerbe mich dann und wenn man die Absage nicht scheut,
Und da gibt es auch Dutzende von Absagen, die sagen, schreiben, das ist zwar nett, aber wir haben unsere Fotografen und überhaupt und, und. Also, das darf man nicht scheuen, Absagen zu erhalten und dann nachher. Es ist ein bisschen wie auch ein Wettbewerb. Gelingt es mir jetzt, mit diesem Mann, dieser Persönlichkeit in Kontakt zu treten, oder? Und ja, das ist so. Halt, ich mache das gerne. Eben, also du scheust auch nicht davor zurück, dass halt mal jemand Nein sagt, weil er sagt ja dann vermutlich nicht zu anderen Springer, der jetzt im Kloster sitzt, nein, sondern er sagt aus der momentanen Situation nein. Ich glaube, das ist ganz oft auch vielleicht der Punkt, dass Menschen irgendwo sich persönlich zurückgewiesen fühlen und nicht in der Sache. Und das finde ich noch gut, das mitzunehmen. Was ich auch spannend finde, das Thema Wettbewerb, was du sagst, ja, kann ein spannender Wettbewerb sein, wenn man es eben nicht allzu persönlich nimmt. Genau, das darf man nie, weil ich verliere jedes Jahr Kunden. Und zwar nicht wegen meiner fotografischen Leistung, sondern weil halt der wird pensioniert, da kommt ein neuer Marketingdirektor, der nimmt seine Entourage mit, der arbeitet seit vielen Jahren mit dieser Agentur, mit diesen Fotografen und da bist du so schnell, wie du mal drin warst, warst du draußen, ohne dass du irgendwas falsch gemacht hast, oder? Das gibt es, in jedem Jahr gibt es ein paar Kunden, die hat man nicht mehr hat, dafür so wieder neue hinzukommen. Und ich mache mir keine Sekunde dann Gedanken, solange nicht konkret jemand schreiben wird, du, deine Bilder waren katastrophal. Nur dann wäre es natürlich schwierig, weil wenn einer nicht auf diesem Media arbeitet, dann sage ich immer, du, es kann sein, dass dir die Bilder nicht gefallen, aber über das Technische, tut mir leid, kann ich mit dir nicht, ja, kann ich nicht sprechen. Und du hast genau. Erfahrung und die Ausbildung nicht. Aber wenn es dir nicht gefällt, gefällt es dir nicht, das muss man auch akzeptieren. Das ist eine absolute Geschmackssache, verstehe ich. Aber eben bei dir ist es ja so, es gibt ja eher wenige, die nicht mehr kommen, sondern es gibt ja immer wieder neue, die kommen. Eben aus der auch Live-Fotografie raus. Eben, du hast ja die Stones auf 4 Europa-Tourneen als exklusiver Fotograf begleitet. Das letzte Mal. Nicht exklusiv, wir waren ein Team von. Ein Team, okay, also da hast du sie begleitet. Zuletzt 2018. Ich weiß, du hast einen ganz dicken Vertrag unterschrieben, was die Internas betrifft. Wie war das für dich, diese Stones auch hinten backstage so als Menschen zu erleben? Ist das immer noch Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Nein, kannst du vergessen, das war nie so oder wenig so. Man muss nicht vergessen, die Stones wurden 1963 gegründet. Wer gründete sich 1963 auch? Die Beatles. Ah. Mhm. Und Mick Jagger ist wirklich ein hochintelligenter Mensch, dem nichts entgeht, der sehr, sehr präsent ist. Und er wusste, die Beatles, das sind die Wunschschwiegersöhne von allen Müttern, die Töchter haben im heiratsfähigen Alter. Also musste er was unternehmen und sagen, wir müssen die Bad Boys sein. Und wenn wir die Bad Boys sind, auf der anderen Seite sind die Good Boys, dann teilen wir die Welt. Die Hälfte wird für die Stones sein und die Hälfte für die Beatles. Und da haben wir genügend auf dem Markt, die für uns sind. Also bleiben wir die Bad Boys ein Leben lang. Und wenn man das natürlich, das ironischerweise, sind zum Beispiel John Lennon, das war ein Bad Boy, wenn man seine Geschichte verfolgt, oder? Ja. Also da waren alle 4 Stones Kindergartenschüler dagegen. was dann Lennon und Harrison gemacht haben. Drum sage ich immer, man muss da den Ball tief behalten. Mhm. Sicher hatten die auch alles ihre Erlebnisse, aber die Jungs sind jetzt 80 Jahre und die spielen noch verdammt gut Musik. Mhm. Und auf einer Tournee, die geht 2,5 Stunden knapp. Die Bühne ist 62 Meter breit, die bewegen sich, außer den Schlagzeuger. Die drei bewegen sich, die spielen Musik, die haben den Text im Kopf. Mhm. Also ich kenne 80-Jährige, die fahren mit dem Auto noch vor das Einkaufscenter und das ist das höchste der Gefühle ihrer Bewegungen. Also die Stones sind physisch, das bestätigt jeder. Die sind physisch wirklich fit. Du kannst nicht, turn du mal 2,5 Stunden auf der Bühne rum, versuchen noch irgendwo Musik zu machen. Und die haben ein breites Repertoire, ich sag dir das. Die haben etwa 2000 Lieder, wo die einfach mitspielen können. Das ist gewaltig. Das sieht man auch bei den Soundchecks. Das ist für mich immer das Schönste, waren die Soundchecks. Mhm.
da beginnt Keith Richards mit irgendetwas, der spielt ein bisschen vielleicht von Tina Turner oder von Status Quo, spielt keine Rolle. Und die anderen spielen dann mit und das tönt, wenn ich das so sagen darf, so geil. Und das ist viel besser wie ein Konzert, also wenn man einen Soundcheck so dabei und sein kann. Und Mick Jagger verlangt, dass alle Musiker und die Background Singers und die dazu gekauften Musiker für die Show, alle müssen präsent sein und spielen dann einfach Musik zusammen. Und das ist das, da habe ich jedes Mal Hühner. Also da stehen mir alle Haare zu Berge. Ich glaube, diese vier Tourneen, die wären vermutlich für sich selbst schon einen Talk wert, gell, André? Ja, natürlich. Wir haben sie auch über diese Tourneefotografie auch kennengelernt. Also ich habe auch einen Bericht von dir gelesen. In dem Magazin, im besagten Magazin, habe ich gedacht, den möchte ich jetzt auch mal hören. So haben wir uns kennengelernt. Ja. Das ist mir noch in sehr guter Erinnerung. Ich möchte noch mal den Bildschirm teilen, und zwar auch auf ein weiteres Spezialgebiet von dir eingehen. Das ist die Porträtfotografie, die du ja auch machst. Wir sehen hier Bruno Ganz, Sebastian Kurz, der Bundeskanzler aus Österreich, und Matt Damon, nur um mal drei zu zeigen. Was macht es bei dir, bei der Porträtfotografie aus? Was ist für dich hier wichtig? Neben dem Vertrauen der Persönlichkeit, die du ja, das du ja bestimmt erhältst, was hebst du hier noch heraus? Was ist für dich noch wichtig? Normalerweise beim Porträtieren bin ich auch der Regisseur. Ich sage ein bisschen, wie ich es gern möchte. Mache die Lichtführung. Aber bei solchen, wie jetzt bei Bruno Ganz, den musst du einfach machen lassen. Ne? Mhm. Weil das ist so, der stand so viel mal in seinem Leben oder stand vor der Kamera. Mhm. Der weiß, wie er posieren muss. Der weiß, was er garantiert nicht macht. Egal, du kannst es 100-mal sagen, er wird es einfach nicht machen. Mhm. Er wird dir höchstens davonlaufen. Also man muss... Das war übrigens auch so, weiß nicht, das Bild hast du, glaube ich, nicht mit Keith Richard, den habe ich ja in London porträtiert. Ist dieses hier? Ja, genau, richtig. Mhm. Okay. Dann machte ich eine Porträtserie und nach einer Minute, er hat gesagt, ich gebe dir 5 Minuten und nach einer Minute habe ich gesagt, du kannst gehen. Für mich ist das, besser geht das einfach nicht mehr. Einfach, ich ließ den machen und fotografierte einfach in diese 1-2 Minuten. Und gab keine Anweisung. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich irgendwo Business-Fotos mache. Dann sage ich genau, wie sie hinstehen sollen, was sie zu tun haben. Aber bei solchen Leuten nicht. Die musst du einfach machen lassen und die Kamera laufen lassen, den Finger auf dem Auslöser haben und dann kommt das dir schon gut. Ja. Also eben auch wissen, wann es sinnvoll ist, Einfluss zu nehmen, dass das Bild eben gelingt, und wissen, wo dann die Grenzen sind, wenn eben, jetzt Bruno Ganzer ist ja leider verstorben, aber eben auch eine unglaubliche Persönlichkeit, die genau weiß, wie ich mich auch ins rechte Licht setzen muss. André, also für mich noch ein spannender Übergang jetzt. Wir haben jetzt viel von Persönlichkeiten gesprochen, eben machen lassen, wissen, wann ist der richtige Moment, Einfluss zu nehmen, Empathie auch zu haben, auf die Menschen einzugehen, auch zu überraschen. Aber trotzdem gehst du immer wieder an einen Drittliga-Fußballmatch zum Fotografieren oder an einen Jodlerabend und so weiter. Ich finde das super spannend. Du hast mir auch erzählt, warum du das machst. Aber das musst du jetzt wirklich noch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern nachteilen. Warum machst du das immer wieder? Also ich sage dir, das ist die Demut vor meinem Beruf. Ich meine, du darfst nicht vergessen, ich hatte ja vor über 30 Jahren nicht mit den Stones begonnen oder mit irgendwelchen Formel-1-Rennen oder mit Roger Federer oder was weiß ich was. Ich hatte ganz klein begonnen. Das heißt, ich war ein Dritt-Viertliga-Fußballspiel. Ich war an einem Jodlerfest vom Quartierverein in Horgen so begann ich und nicht mit irgendwelchen Großanlässen. Das kam nachher, Step by Step. Und ich sage mir immer, ich muss das spüren. Ich muss das spüren. Ich muss wieder solche kleinen Sachen machen, weil sonst hebe ich ab. Oder? Und das will ich nie. Und darum arbeite ich gerne und kämpfe dafür, dass ich
für die Zürichsee-Zeitung noch lange arbeiten kann, weil dort mache ich genau solche Sachen. Und es ist immer lustig, da kommen manchmal Leute und sagen, was, du kommst zu uns an unseren Anlass, wow. Und ich sage, hey, ich habe so mal vor 35 Jahren genau so begonnen. Mhm. Und wenn man das nicht mehr macht, dann eben, dann hebt man schnell mal ab und dann wird man auch den, den Rosinenpicker. Man pickt sich dann nur noch die Sachen raus und das will ich nicht. Darum werde ich das konsequent, solange ich noch fotografiere, werde ich immer wieder diese kleinen Sachen machen, die aber auch spannend sind. Das fasziniert mich auch. Wenn ich auf den Bolzplatz komme, denn die sehen mich, da ist das Bier schon bereit und die Bratwurst. Und dann sagen, schön bist du da, herzlich willkommen beim FC Talwil. Und hier ist die Bratwurst, hier ist das Bier. Da sage ich, ich habe doch einen geilen Beruf. Wo werde ich so empfangen bei einem Beruf? Oder wenn ich an ein Jodlerfest eine Turnkränzli gehe, da ist in der vordersten Reihe ist mein Sitzplatz reserviert und noch angeschrieben. Dann sage ich, wow, das ist doch nicht, dass ich das bräuchte. Ja. Aber diese Herzlichkeit von diesen Leuten, wenn es so lokale Anlässe sind, das ist faszinierend. Oder? Ja. Und das ist das, was ich einfach brauche. Das ist auch, wenn ich zum Beispiel auch an einem Konzert war mit den Rolling Stones, ich musste in die Leute, ich hatte vorhin meine Komfortzone abgesperrt, Bodyguards um mich herum, die schauten, dass mir nichts passiert, dass niemand zu nahe kommt. Aber ich ging dann immer hinten rum und stand mitten in diesen Leuten, weil ich wusste zwischendurch, musste ich das wieder mal spüren, weil wenn du da vorne bist, an der Bühne, du spürst die Leute nicht, oder? Du bist so fokussiert, was du fotografieren musst, du spürst das Konzert. Und ich sage auch mit dieser Lokalfotografie, ich muss das wieder spüren, ich muss zurück zu meinen Wurzeln, wo ich vor bald 40 Jahren begonnen habe. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Darum hoffe ich, dass ich noch lange bei der Zürichsee-Zeitung mitarbeiten darf. Ist natürlich vielleicht auch in unsteten Zeiten wie jetzt, wo man ja nicht groß herumreisen kann und so weiter, sicher auch ein Vorteil, dass sich eben die Menschen auch aus dem Umfeld an andere Springer erinnern, der eben auch gerne ans Trachtenfest kommt, der gerne für die Zürichsee-Zeitung arbeitet und eben auch diese Verbundenheit zu seinen Ursprüngen noch pflegt. Also das kommt ja bestimmt jetzt auch in einer gewissen Form zurück, nehme ich an. Ja, das stimmt natürlich. Und du hast es angesprochen, ich bin ja Eventfotograf und ich bin natürlich von Corona extrem betroffen. Also weit über 100 Events, die im letzten Jahr und also bis jetzt im Februar abgesagt wurden und teilweise verschoben, wo man nicht weiß, ob überhaupt noch was Großes stattfindet in diesem Jahr. Aber das wissen ja die Konzertveranstalter, das wissen niemand. Die Events werden nicht stattfinden. Also in größerer Form glaube ich nicht. Und davon bin ich natürlich auch betroffen. Das wäre etwas anderes, wenn ich Werbefotograf wäre, der nur im Studio sitzt. Die haben sicher noch einigermaßen Arbeit. Aber ich, wo wirklich von diesen Events auch lebe, ja, das ist schon, hätte ich nicht gedacht nach so vielen Jahren. Aber ich sage immer, es gibt Leute, denen geht es viel, viel schlechter wie mir. Also ich jammere nicht, ich würde einfach gerne wieder mehr arbeiten. Du willst wieder dein Handwerk machen, das, was du am besten und am liebsten machst. Genau. Jetzt bist du aber noch ein bisschen in den Ferien und genießt noch das schöne Klosters. André, ich nehme mit, du hast gesagt, eben, was ist wichtig in dem Sinn auch für den Erfolg? Ich glaube, das beschränkt sich nicht nur auf den Erfolg eines Fotografen, das ist eben, ja, du brauchst Glück, du brauchst die Beharrlichkeit, eben das Terrier-Gen und du musst netzwerken, du musst auf Netzwerken wollen und ganz wichtig, dass du es am Schluss gesagt hast, finde immer wieder mal zu deinem Ursprung zurück, damit du die Bodenhaftung nicht verlierst und wenn dann halt mal eben so ein aus dem Rückenwind ein Gegenwind wird, dass der Schubser dann halt nicht vom Hochhaus runter ist, sondern vielleicht nur vom Hocker. Eben, du hast es bestätigt gekriegt halt auch aus deinem Umfeld, da bist du noch existent, da nimmt man dich wahr, da freut man sich, wenn du kommst. André, wir können noch ganz lange sprechen und wir werden auch noch ganz viel und lange sprechen. Ich möchte dich aber gerne noch einladen, so jetzt zum Schluss, eben, ich habe jetzt diese vier Attribute mal genannt, allgemein so Fokus auf jemanden, der so seine Vision, sein Projekt starten will. Was würdest du dieser Person jetzt aus deiner Erfahrung neben diesen vier Attributen Glück,
Beharrlichkeit, Networking und Demut. Was würdest du da noch mit auf den Weg geben? Ja, also was ganz wichtig ist, dass man sich halt wirklich mit der Fotografie auseinandersetzt. Man muss auch diesen Markt ein bisschen im Vorfeld abklären, weil gerade in der Eventfotografie, weil heute hat jeder ein Handy, heute macht jeder mit diesen Dingen wunderbare Clips, Videoclips, macht spontane Fotos, die nicht schlecht sind, ich kann es beurteilen. Wenn ich in die Ferien gehe, mache alles nur noch iPhone-Fotos und das ist wunderbar. Man muss zuerst mal abklären, in welche Sparte will ich Fuß fassen? Ne? Nehme ich das Beispiel Medien. Es gibt immer weniger Zeitungen. Die Zeitungen bezahlen schlecht. Also wenn heute ein Junge sagt, ich will Pressefotograf werden, dann muss ich sagen, der Typ hat Mut. Mhm. Weil ich würde das nicht mehr machen, oder ganz klar. Also ich würde zuerst mal irgendwie den Markt bisschen abchecken, oder? Mhm. Aber wenn das jemand initiativ ist, der mit den neuen Medien gut arbeiten kann, der mit der Bildbearbeitung, mit Videoschnitt, mit Drohnenflügen etc. Das beherrscht, dann nachher gibt es natürlich immer wieder Möglichkeiten zu beginnen. Aber der Moment einfach, jetzt klar, auch mit dem Corona ist sehr schwierig, eigentlich sich jetzt selbstständig zu machen. Weil du darfst nicht vergessen, alle, die jetzt ja schon selbstständig sind, und da gibt es viele, die haben keine Arbeit, aber die haben ein Netzwerk, die kennen die Leute. Wenn du aber heute als Junge beginnst, also musst du ja zuerst einmal das Netzwerk aufbauen, müssen dich kennen. Ja? Und darum würde ich auch sagen, das haben wir auch besprochen, vielleicht dann eher parallel arbeiten, irgendwo angestellt sein, im Wissen, irgendwann will ich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Mhm. Aber im Moment ist es wirklich nicht einfach. Mhm. Das ist so. Gehen wir es mit Geduld an und verlieren das Feuer nicht. Absolut. André, ganz herzlichen Dank. Ich lasse dich jetzt an die Sonne. Kommt sie langsam, ja. Wunderbar. Ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen. Das wird sicher bald der Fall sein auf einer Veranstaltung oder dann wieder mal, wenn wir gemeinsam ein Projekt haben dürfen. Ja, wenn ihr jetzt zugehört habt und merkt, das ist doch wirklich ganz, ganz spannend und vielleicht auch noch wichtig. Ihr habt bestimmt auch erkannt, André Springer fotografiert nicht nur die Celebrities dieser Welt, auch, aber nicht nur. Er fotografiert nicht nur SMI und DAX-Konzerne, sondern macht das auch bei KMUs sehr gerne und sehr, sehr gut. Dann geht auf die Webseite von André Springer, holt euch mal Eindrücke seines Schaffens. Ihr habt hier, wenn ihr das auf YouTube schaut, auch einige Bilder jetzt gesehen. Es gibt auf seiner Webseite noch ganz viele mehr. Und überzeugt euch, dass André A. nicht nur von der Qualität her, sondern auch wirklich als Mensch ein absolut toller Kerl ist, mit dem man einfach zusammenarbeiten will und das auch wirklich Spaß macht. Ich kann es empfehlen. Die Website von André Springer ist in den Show Notes drin. Schaut rein und überzeugt euch und holt euch den Mann zu euch ins Studio, in den Betrieb oder zu euch nach Hause. Es wird bestimmt ein ganz tolles Ergebnis geben. André, noch einmal herzlichen Dank. Eine ganz tolle Skifahrt wünsche ich dir heute und wir sehen uns.